Hey Leute, ich bin Jan von Blue Gaming und stelle euch heute Final Fantasy VII vor. Final Fantasy VII wurde von Square Enix entwickelt und von SCE Europe gepublished. Außerdem erschien es in Europa am 17. November 1997 und machte japanische Rollenspiele sowie die Final Fantasy Reihe in Deutschland bekannt. Es gilt heute immer noch als Kultspiel und Meilenstein der Videospielgeschichte. Vorab möchte ich sagen, dass man die Komplexität dieses Spiels nicht richtig in einem solch kurzen Beitrag ausdrücken kann. Also werde ich die meisten Themen nur kurz ansprechen. Aber ich versuche mein Bestes, um euch das Spiel näher zu bringen. Dann fange ich doch direkt mal mit dem komplexesten und dem besten Teil des Spiels an, der Story. Die Story ist auf dem Fantasieplaneten Gaia angesiedelt. Die Technologie und Gesellschaft ähnelt der einer nahe Zukunfts-Science-Fiction. Die Welt besteht aus drei Landmassen. Auf dem östlichen Kontinent befindet sich die Stadt Midgar, eine industrielle Metropole und Hauptquartier von Shinra, eines skrupellosen Megakonzerns, welcher de facto die Weltregierung darstellt. Shinras wichtigste Militärbasis, Junon und verschiedene kleine Städte liegen ebenfalls auf diesen Kontinenten. Der Shinra-Konzern wuchs aufgrund der Gewinnung und Nutzbarmachung der sogenannten Mako-Energie durch spezielle Mako-Reaktoren innerhalb einer Generation von einem kleinen Rüstungskonzern zur dominierenden Weltmacht heran. Die Mako-Energie befindet sich im Inneren des Planeten und zeichnet sich durch eine blassgrüne Farbe aus. Stirbt ein Lebewesen, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, setzt es spirituelle Energie frei, die zum Planeten zurückkehrt. Die Mako-Energie setzt sich somit aus der Energie unzähliger Einzelwesen zusammen. Tod und Leben bilden einen natürlichen Kreislauf. Alles kehrt zum Planeten zurück. In dieser Welt spielt man den jungen Söldner Cloud Strife, der sich einer Widerstandsgruppe namens Avalanche anschließt. Aber bei einem ihrer Aufträge, bei denen die Gruppe verschiedene Mako-Reaktoren der Shinra Corporation zerstören will, begegnet Cloud einem alten Feind wieder, Sephiroth, und er wird auch den Bösewicht des Spiels darstellen. Sephiroth möchte den Planeten mit Hilfe eines Meteors zerstören, und Clouds Truppe muss ihn daran hindern. Dabei hat jeder Charakter nebenbei noch seinen ganz eigenen Beweggrund, Sephiroth aufzuhalten. Und da muss ich noch eines erwähnen. Sephiroth ist der größte Badass-Bösewicht, den ich je gesehen habe. Verdammt nochmal, er hat ein 3 Meter langes Schwert und tötet riesige Drachen mit einem Schlag. Aber ich schweife ab. Wie vorangegangene Teile der Final Fantasy-Serie besteht Final Fantasy VII aus drei grundlegenden Ebenen. Die Weltkarte, Städte und Dungeon sowie dem Kampfbildschirm. Die Weltkarte ist eine verkleinerte, dreidimensionale Ansicht der Spielwelt, die dem Spieler zur Fortbewegung zwischen einzelnen Orten und Schauplätzen des Spieles dient. Wie in vorherigen Teilen der Serie kann die Weltkarte mit der Spielfigur zu Fuß, auf Schokobos, was ein Emu-ähnlicher Reitvogel ist, im Luftschiff und einigen weiteren Methoden bereist werden. In Städten und Dungeons bewegt der Spieler die Charaktere durch realistisch skalierte Umgebungen, welche aus vorgerenderten 2D-Hintergründen bestehen. Der Kampfbildschirm ist eine 3D-Ansicht des jeweiligen Gebietes, in welchem der Spieler den Charakteren über Menüs Befehle im Kampf gegen computergesteuerte Gegner erteilt. Wie die drei vorangegangenen Teile verwendet Final Fantasy VII das Active Time Battle System, kurz ATB. Hierbei verfügen die Gruppenmitglieder über eine Leiste, die sich kontinuierlich auffüllt. Sobald diese Leiste voll ist, kann eine Aktion ausgewählt und ausgeführt werden. Anders als frühere Spiele der Serie, welche 4 bis 5 steuerbare Charaktere im Kampf erlaubten, kann die Gruppe in Final Fantasy VII höchstens aus 3 Charakteren bestehen. Das Fertigkeitensystem baut auf die Verwendung von Substanzen, in der Computerversion Materie auf, Zauberkugeln, die in spezielle Einschübe bzw. Slots der Waffen und Rüstung eingesetzt werden und den Charakteren Zugang zu Zaubersprüchen und Spezialfähigkeiten erlauben. Neben ihren individuellen Eigenschaften können Substanzen miteinander kombiniert werden, um ihre Effekte zu erweitern oder neue Fertigkeiten zu erhalten. In Form der Wechsellimits kommt eine modifizierte Art der Spezialattacken aus Final Fantasy VI zum Einsatz. Jeder spielbare Charakter verfügt über eine Leiste, die sich langsam füllt, wenn der Charakter Schaden im Kampf erleidet. Sobald die Leiste voll ist, kann der Charakter sein Wechsellimit einsetzen und damit eine Spezialattacke ausführen, die deutlich mehr Schaden beim Gegner verursacht als normale Angriffe oder die Gruppe anderweitig im Kampf unterstützen. Es gibt auch Monster, die man beschwören kann. Diese bringen meistens eine starke Attacke, aber leider auch sehr lange und auf Dauer nervige Animationen mit sich. Ich zeige euch mal kurz die Beschwörung mit dem Namen Ritter der Tafelrunde.
Materia und Zauber zehren an der Magieleiste. Wenn diese leer ist, kann sie nur durch Rasten oder bestimmte Gegenstände wieder aufgefüllt werden. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Story und Gameplay reden, aber hier möchte ich einen Schlussstrich ziehen. Final Fantasy VII ist und bleibt ein Meilenstein der Videospielgeschichte und jeder, der sich ein Gamer nennt, sollte dieses Spiel mindestens angespielt haben. Ihr könnt es euch für die PlayStation 3 im PlayStation Store für 10€ und bei Steam für 13€ kaufen. Oder ihr kauft es euch für 99€ neu für ca. 30€ gebraucht bei Amazon. Hiermit verabschiede ich mich. Euer Jan. Hey Leute, das war mein Game der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu dem letzten Newsflash und rechts zu dem letzten Game der Woche. Ich bedanke mich auch herzlich bei Differapper für das Videomaterial. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut raus!